So, also. Barka, du kriegst gleich mal die erlesene Lon-Lon-Milch. Ist ehrlich gesagt gar nicht so gut dafür, dass das ein goldenes Item ist. Macht das einen Unterschied, wem ich das gebe? Die haben Vorlieben und Abneigungen. Oh, das sollte ich mir in Zukunft anschauen. Weil die erlesene Lon-Lon-Milch mag zum Beispiel ganz klar Glissi am liebsten. Na dann, aha, gut zu wissen. Gut, dass ich geguckt habe, sonst hätte ich dir jetzt ein bisschen verschwendet. Dafür bleibt Barker jetzt erstmal Level 1. Aber ich habe bestimmt wasserverstärkende Kleidung für sie. Wir haben sogar die Auswahl. Oh, entweder das da oder das da. Sieht ein bisschen aus wie Toad oder so. Ich nehme, glaube ich, eher das schlichte mal. Ansonsten machen die eh keinen Unterschied, oder? Ich glaube, das ist wirklich nur so zum Spaß. Aber jetzt müssen wir mal schauen, ob wir ein passendes Unterteil dazu haben. Ah, ich verstehe. Das ist das Piraten-Outfit oder das Zoras-Outfit. Zora-Kleidung. Können wir uns quasi aussuchen. Ich verstehe. Ich nehme das Piraten-Outfit. Das finde ich definitiv cooler für unsere Wasserfee. Ah, wir haben sogar eine Wasserbemalung für sie. Oh, Leunkönig-Maske. Ha, ich glaube, ich nehme lieber das. Die Leunkönig-Maske zu dem Outfit noch dazu ist komisch. Nehmen wir den Armreif, Kopfreif. Und Piratenhalstuch. Perfekt. Eine perfekte Piratenwasserfee. Das ist so ein seltsames Feature. Energieregeneration. Energie wird wieder aufgefüllt. Meinen die mit Energie die magische Energie? Weil das wäre gar nicht schlecht, finde ich. Denke ich mal. Die tragen, glaube ich, das Outfit der Fee aus der Zelda-Serie. Hä? Wer? Wer? Wie? Wo? Oh, alle. Also ich meine, die meisten Outfits sind eigentlich Charakteren nachempfunden. Das ist jetzt quasi so Captain Tetra-Style. Es gibt auch so ein, was das eher so nach Heldentunika aussieht. Zoras eben. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ah, hier ist das grüne Gewand. Genau das habe ich gesucht. Das ist Kokiri-Jäckchen. Und das ist eben Midna. Aber gut. Auf jeden Fall werde ich das jetzt gleich mal testen. Jetzt nehmen wir mal Chic. Und Barak. Und dann versuchen wir mal die Energieregeneration. Weil wenn die nicht Herzen heilt, sondern magische Energie, wäre das cool. Finde ich jetzt schon ziemlich cool. Ach ja, aber das werden wir hier wahrscheinlich gar nicht testen, weil ich hier einfach mit Pfeil und Bogen die Generäle rausschneide. 30 schon wieder. Ah, das sind so viele. Und die können auch noch mit Speeren werfen, die Gegner, und haben so viele Minions dabei. Das nervt mich jetzt schon. Ah. Das ist wieder so eine Man-darf-nicht-getroffen-werden-Challenge. Wir müssen 30 von diesen Gegnern rauspicken, ohne auch nur ein einziges Mal getroffen zu werden. Und die Kamera ist manchmal echt nicht sehr kooperativ, leider. Unschönerweise. Aber da passt doch Chic als Charakter ganz gut. So Ninja. Ninja-Style. Simulant. Wir haben ganz klar daneben geschossen. Gegner wechseln bitte. Spiel. Manchmal machst du einen wahnsinnig. Du stellst dir einfach solche Herausforderungen und dann machst du es einem unnötig schwer durch komische Steuerung manchmal. Wirklich nur manchmal. Die ist eigentlich nicht schlimm oder so. Aber manchmal irgendwie mag sie nicht. Okay.
Ein Counter, wie viel wir schon haben, wäre nett. 140, na gut. 140 von 30 haben wir schon mal. Oh, 2-1 Streich, gut. Aber ich stehe ein bisschen stark in der Crowd hier. Macht mich nervös. So, da hinten sind noch 4. 30. Ah, sowas hasse ich. Und es kann so schnell was schief gehen. Einmal kurz nicht aufgepasst. Ja, Double Kill. Aber das war es immer noch nicht. Vorsicht, Minions. Fernkampf-Minions auch noch. Zum Glück sind wir jetzt so doof und nutzlos. Okay, ich glaube, wir haben es. Puh, mein Gott. Das setzt mich immer so unter Druck, diese Mission. Aber wir haben es geschafft. Leider schaffe ich nicht mehr, den Loot da hinten zu holen. Ah. Was die Fee trug bevor. Ach so, die Standardklamotten. Ja. Herzcontainer. Das ist eine Waffe. Schaffen wir es noch? Lauf! Cheek, du schaffst das! Yes! Cool. Das ist ein bisschen wie bei Earth Defense Force. Am Schluss noch schnell die ganzen grünen und roten Päckchen einsammeln, bevor die Blende kommt. Wir haben endlich den Eispfeil, den wir für was gleich nochmal brauchen. Ach so, sowohl für Tingles als auch für die neue Waffe für Zelda. Na gut, dann fangen wir hier mal an. Kauf gleich einen zweiten. Brauchen wir dann eh gleich. Ach Quatsch. Ach so, warte mal, das sind gleich zwei Sachen. Wahrscheinlich einmal, damit die Belohnung freigeschaltet wird und einmal, damit die Gegner freigeschaltet werden. Ganz genau. Sonst kann ich gar nicht kämpfen. Verheerende Treffer. Ah, wie ich diese Mission liebe. Ah. Bis jetzt ist das eh immer gut gegangen jetzt. Seit ich den Pfeil- und Bogentrick von The Cluedo gelernt habe, ist alles wunderbar. Hey, apropos, die Fee, die ich gerade genommen habe, stimmt, die ist ja quasi ein Extra-Leben. Früher auf der Wii U gab es ja noch keine Feen. Aber das würde heißen, wenn ich jetzt einmal sterbe, ist es wurscht. Weil ich zweimal sterben darf. Könnte sein. Wäre ziemlich cool. Schauen wir mal. Okay, Zelda, bereit. Pfeil und Bogen nehmen. Und Generäle rauspicken. Na gut, wisst ihr, was machen wir? Lieber mal den auch kaputt. Das ist auf lange Sicht nur nervig. Oh, haben wir gleich den ersten erwischt, zufällig. Ach, verdammt, jetzt aber Waffen wechseln. Oh, war das knapp. Shit. Das war jetzt wirklich um Haaresbreite. Er hat zum Glück daneben geworfen. Oh Mann, die mit ihren Schwertwurfattacken, das ist nicht lustig. Hä, wo sind denn noch welche? Da hinten. Genau, okay.
Oh, das Tür getroffen hat. Nicht schlecht. So, da hinten sind noch drei. Wie viel? Es sind schon wieder 30. Ah, wie ich es liebe. Ach Gott. Ach, du bist... Verwechslung. Wo sind die Bomben? Jetzt habe ich die über den drüber geworfen. Ja. Das gibt's ja nicht. So, danke. Ah, da oben sehe ich noch drei. Und da unten auch noch drei. Oder vier. What? Ich sollte echt Nahkampfangriffe benutzen, wenn ich direkt vor denen stehe. Ich bin da irgendwie so auf Pfeil und Bogen fokussiert, dass ich gar nicht mehr dran denke, dass ich auch noch andere Angriffsmöglichkeiten hätte. Jetzt sind hier aber nochmal viele gespawnt. Noch 10 Feinde! Ah, komm schon! Mein Gott, der hat mich nicht getroffen gerade. Ich weiß nicht warum. Es war ein Wunder. Okay, wo sind die letzten? Ich sehe die nicht. Noch drei Feinde. Ja, aber wo denn? Ah, ich sehe sie doch. Ich habe sie gefunden. Düdüt, Minions, lasst mich durch. Ich muss zu euren Hausmeistern. Was? Ah, du bist keiner. Tja, da war es nur noch einer. Cool. Und da ist Zeldas neue Waffe. Ich weiß wirklich nicht mehr, was sie noch für eine Waffe kriegt. Und. Achso, das erfahren wir erst nach der Mission. Aber die ist ja jetzt zum Glück. Jetzt ist nach der Mission. Ah, der Taktstock des Windes. Natürlich. Ganz vergessen. Jetzt kann sie komisch rumdirigieren und mit Noten schießen und sowas. Ja gut, holen wir uns Tingles auch noch gleich, oder? Einmal ein Feuer, Eispfeil in den Feuerring schießen. Hier gäbe es ziemlich viel Horror-Kit-Stuff. Sollten wir, wenn möglich, mit Horror-Kit angehen, die Mission. Aber wir dürfen nur wieder einen Charakter wählen. Und Horror-Kit ist gerade mal Level 11. Und das ist eher nicht so. Nee, eher nicht. Machen wir es uns einfach. Ah ja, jetzt können wir auch die Vieh mal testen. Ah. Sind wir? Da sind wir. Ich habe uns gerade auf der Karte nicht gefunden. Besiege Tingles zusammen mit Fia. Aber ich habe keine Kontrolle über die Fia. Ich hoffe, die ist einfach bei Tingles. Jetzt erobern wir erstmal die Basis hier. Eins nach dem anderen. So. Das Huhn wurde auf dem Schlachtfeld gesichert. Aber der ist gar nicht das Huhn.
Okay. Wir gucken jetzt einfach der Reihe nach die Hauptleute, die müssen wir auch besiegen. Hey, warte mal. Mann, ey. Ja genau, die Fee. Ich kann die nicht benutzen, die Fee. Und bis jetzt hatte die kein Mana hergestellt eigentlich, ne? Vielleicht meinen die mit Energie doch Herzen. Aber Energie ist doch eigentlich immer Magie, oder? Dachte ich. Muss ich mal noch genauer investigieren, weil das ist anscheinend ein passiver Move. Den kann ich nicht willentlich auslösen. Oh Gott, wo kommen denn die ganzen Hühner her? Die sind überall. So, machen wir die Festung noch schnell. Da kriegen wir nämlich die Blitzfee. Die brauchen wir für die obere Festung. Und dann gehe ich zum letzten Feldmarschall. Oh oh, ein goldenes Huhn. Die sind echt gefährlich. Ich glaube für unseren Link jetzt nicht unbedingt. Aber grundsätzlich sind goldene Hühner extrem mächtige Gegner. Was schon irgendwie lustig ist. Link hat das goldene Huhn besiegt. Das stimmt. Saubere Arbeit. Okay. Stoßtruppen. Kommt her. Kann ich euch alle kaputt machen auf einen Schlag. Mit einer super krassen, super, super Combo Deluxe 2000. Wo ist denn euer Feldmarschall? Ah, hier bist du, der Hauptmann, glaube ich, oder? Genau. Ja, gut. Ich finde es auch schön, dass man die Hühner nicht umbringt. Die Hühner fliegen nur weg. Die anderen Gegner verpuffen dann immer so, werden zu so schwarzen Schatten und droppen Sachen. Die Hühner, die fliegen dann einfach in die Luft und sind weg. Finde ich nett. Oh, eine goldene Skulkulla ist erschienen. Muss ich mal kurz... Ah, ich sehe sie. Ja, manchmal sind sie leicht. Okay. Das ist gut. Deine Stärke befindet sich außerhalb des messbaren Bereichs. It's over 9000! Yeah. Okay, leerer Geheimraum. Cool. Cool, 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 cool. Was sind denn hier? Manchmal spawnen so wenig Gegner. Ah, da sind welche. Manchmal spawnen die so langsam, dass man die gar nicht so schnell töten kann, dass der Kommandant erscheint. Schatzkiste. Bossschlüssel. Gut, gut. Jetzt muss ich mal schauen, weil früher war es, wenn ich mich recht erinnere, erscheint die zweite goldene Skulkulla in vielen Missionen, wenn man innerhalb einer gewissen Zeit 1200 Gegner besiegt. Und die hätten wir jetzt fast zusammen. Sollte ich mal schauen, ob ich das richtig in Erinnerung habe. Jetzt hätte ich 1200, aber keine goldene Skulkulla erscheint. Ja, keine Ahnung, selbst wenn ich es richtig in Erinnerung habe, vielleicht zu langsam. Wer weiß.
Ich erober jetzt die letzte Basis noch, bevor wir zum Boss gehen. Möglicherweise gibt es da noch einen Schatz oder so. Wir haben jetzt nicht gerade einen Stress irgendwie mit Link, habe ich das Gefühl. Es sah gerade so aus, als wären aus der Schatzkiste die ganzen Soldaten gespawnt. Auch nicht schlecht. Na dann. Da ist Tingles auch schon. Danced mit seinen neuen Skelettfreunden ein bisschen ab. Die einzig wahre Fee in Legend of Zelda. So viele rote Ballons. Ist das eigentlich irgendwie eine Stephen King S-Anspielung mit den roten Ballons? Ich glaube nicht. What is happening? Oh, das war's noch nicht. König Dodongo, es wäre zu leicht gewesen. Ich hätte es wissen müssen. Ah. Die Siegesbedingungen haben sich verändert. Besiege den feindlichen Feldmarschall. Was? Bitte? Ich dachte, ich muss König Dodongo. Oder ist König Dodongo? Aha, wen haben wir denn hier noch? Ruto. Stimmt, war da nicht was von wegen töte Ruto gemeinsam mit Fia? Das machen wir jetzt schnell. So, erledigt. Nächster Gegner. Ah, Dodongo, dich habe ich gesucht. Na, komm her. Der ist jetzt schon halb tot. Dabei habe ich jetzt noch nicht mal den Finishing Move gemacht, der jetzt kommt. Das ist schon krass. So ein hochleveliger Charakter macht schon auch Spaß irgendwie. Wenn man einfach alles so wegbombt. Okay, cool. Schön. Das ist auch noch der Majora's Mask Tingle. Ja. Das stimmt. Die roten Ballons, die sind. Ich glaube, das hat er nur. Hat er das nur in Majora's Mask, dass der mit Ballons rumfliegt? Ich glaube schon eigentlich. Aber im Endeffekt kann man auch die ganzen Charaktere, die nachträglich noch ins Spiel hinzugefügt wurden, in DLC-Pakete ordnen. Und Majora's Mask war eben eins davon. Da kam dann Horror Kid und Tingles eben zum Beispiel mit rein. Wind Waker war noch was mit Captain Tetra, dem Leunkönig, Toon Link und Medulli. Und mehr gab's noch auch irgendwie. Ich weiß nicht mehr. Ah ja, Link to the Past gab's noch. Da wurden da Charaktere eingeführt? Ja, ja, klar. Doch, doch, die müssen wir alle noch freispielen. Oh Gott, so viel noch freizuschalten. Wir werden wahnsinnig. Was ist es denn jetzt? Eine Mission machen wir heute noch. Die Frage ist, machen wir die hier und arbeiten uns Richtung Schwert da hinten durch? Oder machen wir hier weiter und arbeiten uns Richtung Schwert, also beziehungsweise Waffe hier durch? Oder... Nee, das waren unsere Optionen. Ach so. Ein Floß. Ich brauche ein Floß, damit wir nachher da weiterkommen. Dann machen wir jetzt die Mission hier. Dann kriegen wir und schalten wir auch im Shop ein Floß frei. Dann machen wir das. Ein Stämmequiz. Okay, machen wir das.
Nee, das mit dem Ballons ist auch in Wind Waker, wirklich? Den steuert man dann mit dem Game Boy. Ach so, in den Minispielen. Ah, ja, ja, die gibt's ja im Remake gar nicht. Ja, nehmen wir Tingles gleich mal, oder? Nee, warte mal, das ist in der Mission eigentlich Quatsch. Wenn überhaupt, sollte ich schon wieder Grobi nehmen. Grobian, wie heißt er? Girahim. Weil für den gäbe es schon wieder ein extra Herz. Und wenn wir das schon machen, dann versuchen wir es doch. Mensch. Ein Quiz. Schauen wir mal. Ein Stämme-Quiz. Ich hoffe, dass die Kämpfe nicht zu schwer sind für unseren Grobi-Schlumpf hier. Aber die Map ist noch ziemlich zentral, also die Mission ist noch ziemlich zentral. Wenn wir ein bisschen Glück haben, sind die nicht so schwer. Frage 1. Feind, der im Wasser lebt. Na, ich glaube, selbst wenn man noch nie in seinem Leben irgendwas von Zelda gehört hat, kann man sich ableiten, wer von den beiden im Wasser lebt. Ist es wohl der Fisch oder der Stein, der im Wasser lebt? Mist, ist geflüchtet. Also, das steht am Wasser, nicht im Wasser. Das könnte eine Falle sein. Ist es auch. Ja, ja, wir haben gewonnen. Ruhig. Gut. Das hätten wir geschafft. Weiter zum nächsten Rätselraum. Hey, Brokkoli-Bot. Vielen Dank fürs Abonnieren. Cool. Schön, dass du mit dabei bist. Ich habe eine Ocarina im Ocarina of Time Design zu Hause. Das ist natürlich cool. Das hätte ich auch gerne. Wirklich, es ist zwar total albern, ich weiß, aber dass man in dem Animal Crossing Trailer gesehen hat, dass es eine Ocarina gibt, die man spielen kann, hat mich am allermeisten gehypt für das Spiel. besiege das Mitglied des Stammes der Sheikah. Das ist fast gemein, weil Sheikah ja auch so tut, als wäre sie ein Sheikah, aber es ist natürlich Impa. Kann ich euch mal ein bisschen voneinander trennen, bitte, irgendwie? Jetzt! Gut. Mist. Hab Sheik trotzdem noch erwischt. Ah, hat sich Sheik auch noch in die Bomben geflogen. Jedenfalls jetzt müssen wir hier schnell dich ein bisschen kaputt machen, bevor Sheik wieder kommt, weil sonst... Au, bitte ich noch versehentlich die falsche. Okay, passt. Gut, auf zur dritten Quizfrage. Wo müssen wir hin? Da lang. Ah, Töpfchen. Nehmen wir mal mit. Hi, Fichtenholz. Fichtenholz ist wieder da. Cool. So, dritte Stämmefrage. Stimmt eigentlich, eine Gerudo-Kriegerin hätten sie schon auch in das Spiel irgendwie einbauen können. In irgendeiner Form. Irgendeine. Frage Nummer 3. Besiege den Feind aus den Bergen. Naja, okay. Also das ist irgendwie... Also, das ist... Was ist denn das für ein Quiz? Wo ist er hin? Er ist verschwunden. Habe ich ihn aus dem Raum geboxt, hä? Irgendwie ist der echt komisch geflogen, scheinbar.
Warum hat mir gerade der Boden keinen Schaden gemacht? Ich glaube, der hätte mir Schaden machen sollen. Aber okay. Ich beschwere mich nicht. Ganz im Gegenteil. Na gut. Gewonnen. Aran! Aber das habe ich mir gedacht. Ah, so macht er die Kiste auf. Ich sehe schon, so. Herzcontainer. Why not? Das war jetzt eine sehr kurze Mission, aber eine lange Mission schaffen wir nicht mehr. Hä? Was ist denn das jetzt? Ach so, natürlich, seine Siegespose. Habe ich ganz vergessen, dass es das auch gibt. Ach, ich hab da schon, ja. Ocarina of Time finde ich eben schon auch. Die hätte man schon nehmen können, die Gerudo-Kriegerin. Im Grunde kämpft ja Impa mit diesem Feuernaga-Dingens da. Das hätte man den einer Gerudo-Kriegerin geben können, zum Beispiel. Okay, ich glaube, wir machen jetzt Schluss. Oder was wäre denn das dann noch? Besiege das Riesenmonster an der Klippe. Nee. Machen wir Schluss für heute. Ist schon okay. Ich muss meine Kräfte für den 24-Stunden-Stream sammeln. Der nächste Stream ist aber jetzt erstmal wieder nächsten Dienstag dann ganz normal. Um 19 Uhr geht's los. Und eventuell dann noch Donnerstag. Aber das wird sich erst noch entscheiden. Und dann geht's Freitagmittag los mit dem 24-Stunden-Stream. Voller Animal Crossing, Dragon Quest, wahrscheinlich auch ein bisschen Zelda hier. Also Hyrule Warriors halt. Super viele verschiedene kleine Indie-Spiele, die echt interessant aussehen, die ich mir extra gekauft habe. Und mehr. Fällt gerade eins von den größeren Spielen nicht ein. Irgendwas auf der PlayStation war das. Werden wir rausfinden. Gute Nacht. Bis dann, macht's gut. Ciao.